Hilfst du mir mit dem Schnaps oder was? Lohnchick. Ja, Schatzi, du halt das Handy, weil geht nicht. Ja, gut. Das ist aber lieb. Ui, hast aber schlecht hingestellt. So. Ja, Natalia hat hier. Was hast du gemacht? Saft, ja? Brombeersaft. Brombeersaft. Und jetzt gibt sie mir die restlichen Brombeeren. Brauchst du die? Ja, ich mache mir daraus jetzt eine Maische. Dann machen wir uns da einen leckeren Brombeerschnaps draus. Okay, aber bitte nicht zu viel Schnaps trinken. Nee, machen. Trinken kann man den ja später. Verkaufen. Verkaufen weiß ich nicht. Schon fast zu schön. Ja, so, also man kann aus allen Resten, auch wenn man irgendwie was gemacht hat, wie zum Beispiel Saft oder Weine, dann kann man aus diesen Resten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Most oder was, kann man den Rest hier schön nehmen. Zucker rein. Ich habe hier so ein 20 Liter Behältnis. Und bei mir kommen da immer ja so 6 bis 8 Kilo Zucker drauf. Kommt immer auf das Obst. Und dann fülle ich das einfach mit Wasser auf und fertig. Ja, zudrehen. So. Kann man gar nicht zudrehen, kann man so stehen lassen. Ja, ja, aber erstmal muss ich den Zucker einfüllen. So, jetzt habe ich hier mal wieder meinen Zuckertopf. Dann machen wir mal auf, damit wir genug Zucker haben. Und dann können wir die Maische nämlich direkt ansetzen. So, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas macht mit Brombeeren oder Saft oder irgendwas und habt dann noch die Brombeeren übrig, schmeißt die nicht weg. Könnt sowas benutzen, egal was für Früchte das sind. So, hier kommt einfach dann Zucker dazu. Ich fülle dann hier jetzt mal 7 Liter dazu, 7 Liter Zucker. Kiloliter, ich sage immer, das ist dasselbe. Das ist hier so ein halber Liter Glas und davon kommen halt 14 Stück rein. 6,5. So, und 7. Und ganz sauber machen. Einfach auffüllen. Bei dem Gefäß ist das einfach, da weiß ich, das sind 20 Liter. Da habe ich jetzt da kein Problem damit. Brauche ich nicht groß abmessen. Ich lasse oben ein bisschen Platz dazu. So, jetzt nur noch umrühren. Da ist natürlich ziemlich dick der Zucker drin. Muss man schon ein bisschen umrühren, ein bisschen arbeiten. Aber nach einer Weile löst er sich halt auf. Nur sicher, es ist besser, wenn man ganze Früchte nimmt, die dann zermatscht und dann als Maische nimmt. Aber ich weiß nicht, warum soll ich die wegschmeißen? Ich nehme halt die Reste und das gibt wirklich immer eine gute Maische. Und sowas wie Brombeeren, Früchte wie Brombeeren, da braucht man auch keine Hefe dazu machen. Man kann das machen. Meine Nachbarn, die nehmen immer so viel Hefe, wie sie auch Zucker nehmen. Also, sprich 6 Liter Zucker, 600 Gramm Hefe. Also immer, ja, ein Zehntel davon. Ich finde, dass der Schnaps dann sehr nach Hefe schmeckt. Also ich finde, dass man das schmecken kann. Und ich habe das jetzt hier schön umgerührt. Und das legen wir jetzt, bringen wir jetzt am Trocknen. Platz, na? Oh, du hast Milch, ganz viel. Oh. Ui, hier ui. Und hier und hier. Ui, ui. Das ist aber schwer. Nee. Lecker. Mach weiter Schnaps. So, Deckel drauf. Deckel nicht vollständig zumachen, das ist sehr wichtig. Sonst platzt das Gefäß. Das sollte man vermeiden. So, ich lege den Deckel aber auch nicht ganz drauf. Ich tue den so ein bisschen zuschrauben, dass die Luft noch entweichen kann. Ja, das war's eigentlich. So, hier kann der ruhen.